Five, four, three, two, one, zero. All engine running. liftoff, we have a lifter. A one-call fifth command. Es geht los. Die letzte Folge vor dem Weihnachtsfest, aber wir haben schon gesagt, wir ziehen durch dieses Jahr. Aber Und, hallo. Aber hallo. Und äh, bevor es losgeht, haben wir natürlich auch wieder einen fantastischen Werbepartner. Den darf ich diesmal vorstellen. Und da haben wir den superpartner Partner turbo .to Die Pullover mit den längsten Rollkragen. Ja, für die wahre Steve Jobs Experience. Länger hat ihn keiner, die Turbo Turtlenecks von turboturtleneck.to.vu, also Rollkragen, wirklich die Expertise, ähm, aus feinsten Schweineborsten zusammengeklöppelte Pullover, also fantastisch, da ist wirklich was richtig cooles dabei und natürlich haben wir auch wieder ein Spitzenangebot für die Hörer von Zeitgeist und Wunderlich, lieber Jan, und zwar, wie lautet das Angebot? Äh... Turtle Nacken 69, ja, einfach reinklöppeln, ja, auf der auf der Webseite unter der URL, die Max gerade genannt hat und schon bekommt ihr auf den ersten Kauf unglaubliche 69 Rabatt. Und ich sag mal so, wer mit diesem Pullover, ja, keinen Macintosh oder kein iPhone erfindet, also der ist selber schuld. Ja, also mehr können wir eigentlich nicht für euch tun. Das ist quasi eure direkte Eintrittskarte in Silicon Valley. Auf geht's, am besten heute noch bestellen. Ähm, ich glaube, es kommt noch zum Heiligabend, wird es noch angeliefert. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ähm, ihr das jetzt heute hört, wird es noch zum Heiligabend angeliefert. Richtig. Und deswegen unter turboturtlenecks.to.vo. Super Rabatt, wie gesagt, ein perfektes Produkt. Ähm, damit ist man wirklich Steve Jobs näher, als man je sein könnte. Und damit starten wir jetzt mit dem Inhalt. Meine Damen und Herren, Ihre Republik ist nicht unsere. Denn dumm bin ich nicht. Ich sage die Wahrheit. Herr Möllermann, Sie müssen ja schon wieder gut abgefüllt sein. Die politische Woche. Ja, los geht's mit dem Content. Und was mussten wir diese Woche erfahren? Beim Spiegel wurde getrickst. Ja. ja. Und das über Monate und Jahre hinweg. Klaas Relotius heißt. Äh, der gute Schreiber, der seine Texte so ein ganz kleines bisschen aufgehübscht hat, kann man sagen. Also hier und da mal so ein paar Zitate auch selbst erfunden hat. Hier und da vielleicht auch mal eine Story ein ganz kleines bisschen interessanter gemacht hat, als sie eigentlich war. Rausgekommen ist das Ganze, glaube ich, weil er eine Story gemacht hat über, ähm, was war das nochmal? Irgendwie, ich glaube, irgendwas an der mexikanischen Grenze. Ja? Weiß ich gar nicht, weiß ähm, ich gar nicht. Ich, ich meine, mich da erinnern zu können. Jedenfalls äh, hat sich dann, nachdem der Artikel erschienen und sogar quasi mit einem Preis bedacht worden ja, stimmt. war, der wurde äh, wieder ne? jemand von vor Ort gemeldet und hat gesagt: Ja, wie kann das eigentlich funktioniert haben, dass er quasi diesen ganzen Artikel, diese ganze Reportage geschrieben hat, ohne jemals ein Interview äh, dort vor Ort geführt zu haben? Ja, und so hat das wohl öfter gemacht. Einfach eine gute Mischung, sage ich mal, aus ein paar kleinen Fakten und ganz viel Fiktion. Ja, aber jetzt sind wir und, mal ehrlich, Jan. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Wer hat das nicht auch schon mal gemacht und irgendwie eine Story, die er hatte, selber noch mal ein bisschen aufgehübscht, um zu sagen, komm, die wäre geil, aber wenn ich das jetzt noch erzähle, dann wird das halt eine richtige Kracher-Story und kommt gut an. Also, also im ich Grunde muss, genommen, das beschreibt eigentlich meine perfekte Arbeitsweise. So, also, würde ich gerade sagen. So also, habe ich also, es immer gemacht, so war es immer erfolgreich und deshalb Klaas, äh, we heart you. Ja, genau. Ich würde sagen, also der Typ, wenn jetzt hat er ja irgendwie ein bisschen äh, verbrannte Erde hinterlassen beim Spiegel. Beim Spiegel. Ja, beim Spiegel. Nein, Aber äh, ich sage mal, für uns und für unser Modell hier ist das auf jeden Fall der perfekte Mann. Also Klaas, melde dich, wenn du äh, gerade auf Jobsuche bist, einen guten Außenreporter, der auch gar nicht Bock hat, unbedingt an die äh, Orte des Geschehens hinzufahren, sondern lieber von zu Hause, von der Couch sich die Story zu dem Thema ausdenkt, äh, dann bist du bei uns an der richtigen Stelle und äh, hiermit offiziell. Machen wir dir ein Angebot, lieber Klaas. Komm zu uns, komm zu Zeitgeist und Wunderlich, wir brauchen dich. Ja, einfach würde ich sagen: add Zeitgeist und Wunderlich bei äh, Instagram reinklöppeln. Ja, schreib uns eine PM. Ja. Schreib uns eine PM. Je nachdem, ob du so internationalmäßig drauf bist oder eher doch der geerdete Deutsche und Klaas hört sich eigentlich relativ bodenständig an. Also, Klaas, schreib uns bitte, ja, dass wir, wir würden dir ein gutes Package anbieten können. Gehalt stimmt und darüber hinaus, also in unserem Künstlerische Freiheit. Künstlerische Freiheit sowieso, ja. Also Krisenjournalist vom heimischen <laughs> Sofa aus. Ja. Ähm, und ja, also wie gesagt, unser Kühlschrank immer gefüllt, immer schön äh, Bier und Müsli drin. Also <laughs> vorbei. Äh, und, und jetzt muss ich ja sagen an der Stelle irgendwann würde ich mal sagen, muss ich vielleicht auch mal selber der Spiegel hinterfragen, ob nicht auch an höherer Stelle da vielleicht die richtigen oder die falschen Leute sitzen, denn dass da mal was schief gelaufen ist inhaltlich und da auch mal Fake News kommen, also berichtet wurden, ist ja nicht das erste Mal. Ich erinnere nur noch mal an die Hitler Tagebücher. Ja, Stichwort Hitler-Tagebücher und der gute Klaas hat natürlich auch äh, zu seiner Entschuldigung gesagt, er habe sich halt <laughs> stark unter Druck gesetzt gefühlt, <laughs> ja, abliefern zu müssen ja. und quasi nicht die Quote, aber zumindest die Auflage und, und äh, ja, das Interesse seiner Fans und Leserschaft bedienen zu können und ich sag mal so, vielleicht sind das immer auch noch die Nachwehen der Hitler-Tagebücher. Ja, ja, und man muss auch ganz ehrlich sein: irgendwo am Ende sind wir, jeder Einzelne von uns, muss ich mal an die Nase fassen und sagen, sind wir nicht dafür verantwortlich, dass der Klasse unter Druck stand, weil wir einfach langweilig sind. Da kam nichts rüber und dann hat er sich gedacht, was soll ich jetzt hier noch über das letzte Taubenzüchterfest in, äh, Wanne in Wanne Eickel berichten? Das ist doch scheiße. Also mache ich doch lieber eine geile Story raus und sage, hier große Geiselnahme beim Taubenzüchterverein in Hasewinkel. Und dann ist die Story doch gleich ganz viel geiler. Also, äh, da muss man ja auch irgendwie sagen, Leute, ihr müsst mehr rausgehen, ihr müsst mehr Headlines produzieren, ihr müsst wilde Stories produzieren. Also ab morgen würde ich sagen, oder guten Vorsatz fürs neue Jahr, einfach mal ein bisschen mehr aus sich rausgehen und mal ein bisschen wilder sein. Dann äh, kommen zu solchen Problemen auch gar nicht mehr, dass äh, nur noch missproduziert wird. Genau. Also, alle Clickbaiter unter euch, <laughs> ja, ja, legt los. Macht, legt los und wir. Wechsel rüber, würde ich sagen. Wieder einmal rüber über den großen Teich. Ja. Denn im Hause Trump, im Hause Donald, da war wieder einiges los. Ja? Ja, richtig. Also das im große genommen, Flüchten, da die große Flucht. Zu, da geht's auch zu, wie in einem Taubenschlag, kann man sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> denn äh, der nächste hat das Schiff verlassen. Ist geworden, würde ich sagen. Ist Flüge geworden und hat das Nest verlassen. Ja, denn äh, Donald hat einen Außen, äh, nee, nicht Außenminister, sondern Verteidigungsminister weniger. Der gute Herr Mattis ja, hat äh, Adieu gesagt. Denn er wurde quasi ein ganz klein wenig überrumpelt. Was war geschehen, Max? Ja, Donald hatte sich, glaube ich, weiß nicht, irgendwie nach, nach so ein, zwei Schnaps hat er sich wahrscheinlich überlegt, irgendwas muss ich ja mal wieder machen. Der hat nämlich sich das zu Herzen genommen. Ich glaube, es war nicht nach ein, zwei Schnaps, sondern er guckt ja nachmittags immer Fernsehen. Ne? Er guckt ja, ja bis zu 15 Stunden am Tag Fernsehen. <laughs> so, Deswegen, da saß er wieder da, hatte vielleicht seine vierstündige Session beendet. Und ja, hat und, und hatte dann gedacht, gerade hey. auf, auf Fox News gesehen, ach du lieber Gott. Wir sind in Syrien und wir sind in Afghanistan mit unseren Soldaten. Ähm, die müssen wir mal schnell mal rausholen und hat dann eben äh, eigenmächtig entschieden, so alle Mann Rückzug aus Syrien, aus Afghanistan, alle wieder ab ins Heimatland, alle wieder zurück ins Mutterschiff und äh, das hat dann doch so ein bisschen für Verwirrung gesorgt bei dem guten Herrn äh, Mattis und ich glaube, er hat sich dann auch vielleicht in seiner Kompetenz etwas überrumpelt gefühlt, dass sich da der Präsident, was er ja eigentlich darf, darüber hinweggesetzt hat und gesagt, so alle Mann nach Hause zu Weihnachten wieder schön und am Tannenbaum wollen wir wieder alle da sein, kam nicht ganz so gut an und auch vielleicht weltpolitisch äh, vielleicht nicht der smarteste Move an der Stelle einfach mal so abrupt irgendwie alles abbrechen ab nach Hause und äh, ja dann hat er eben gesagt gut dann gehe ich auch in woanders hin und äh, jetzt muss man mal sehen wie das Ganze läuft ja, also vielleicht, wie gesagt, einfach Thema Weihnachten. Er wollte, dass alle zum Fest auch wieder zu Hause sind. Ich auch. Vielleicht war das der Hintergrund, Familie, Mensch, Trump. Man kann es verstehen und man muss natürlich hier sagen, in Afghanistan soll der Schritt ja gar nicht so drastisch ausfallen. Es sind ja nur sieben von 14.000 Soldaten. Ähm, ja, und da können wir eigentlich sehr gut anschließen. Thema Drohnenflug. <laughs> ja, weil das wäre jetzt, hätte ich auch gedacht, das ist ja jetzt vielleicht eine Chance schon für ähm, unsere äh, gute Ursula von der Leyen, da jetzt in diese, in diese Lücke, die äh, das amerikanische Militär hinterlässt, reinzugehen und zu sagen, komm, wir mit unseren abgewrackten Panzern und den äh, Drohnen, die nicht fliegen, Ab nach Afghanistan, ne, wir verteidigen das Vaterland am Hindukusch oder vielleicht auch äh, gendergerecht sagen das Mutterland. Ähm, da könnte Ursula jetzt natürlich sich noch ein Denkmal setzen an der Stelle. Ne? Ähm, also muss man mal drüber nachdenken. Ähm, Aber ich glaube, selbst dort sagt man. Lass es lieber. Bleib lieber daheim. Ja. Aber zurück zu den Drohnen. Und ja, zwar, was genau. war los? In, in, in England. Richtig, am Flughafen äh, Gatwick ja. Ja, in London geht momentan gar nichts mehr, denn da sind übermotivierte Drohnenpiloten unterwegs. <laughs> Und äh, ja, also man geht davon aus derzeit. Dass dahinter schon eine organisierte Aktion steckt. Weil ja, oder, oder ich glaube, in der großen Menge an Drohnen, die da den Flugverkehr quasi jetzt schon über zwei Tage stören, ähm, das ist kein, das kann kein Zufall sein. Ja, oder ist es halt jetzt gerade die Jahreszeit, wo die Drohnen in den Süden fliegen? Das zum Überwintern, das könnte das, das, natürlich. Mag sein, das mag sein. Das, also es könnte natürlich Zeit auch so warm in London. <laughs> ja, ja. Jetzt der also, Ja, ja, ja. Deswegen. Das kann gut sein. Aber zum Thema Drohnen, da bist du ja eigentlich der auserkorne Zeitge Zeitgeist und wunderlich Drohnenexperte, Jan. Du hast da ja viel Erfahrung gemacht. Ich fände es schön, in dem Zusammenhang nochmal zu erläutern, wie du denn das Thema Drohnen für dich entdeckt hast und auch was du in dem Rahmen gemacht hast und wie da als Experte deine Meinung zu ist. Ja, äh, selbstverständlich gerne. Also klar, ich bin natürlich seit Jahren, und meine Freunde wissen das, arrivierter Drohnenexperte. Ich habe ja in meiner, wie soll man sagen, Karriere, ja, in Anführungszeichen, so einiges gemacht. Unter anderem hatte ich auch in Münster diesen sehr, sehr entwürdigenden Job. Äh, ich musste quasi im Auftrag einer Firma, also es war quasi wirklich so Telefonakquise, sollte ich bei Unternehmen anrufen im Auftrag äh, eines Baudienstleisters. Ja. Der Baudienstleister hat quasi so ja, große ähm, öffentliche Einrichtungen gebaut, Krankenhäuser etc. pp. Und äh, hat dann nach Bauabschluss quasi immer Luftaufnahmen gemacht mit Drohnen. Und dann hat man sich gedacht: Hey, äh, das kann man doch super gut auch outsourcen, eigene Dienstleistung daraus machen und das Unternehmen anbieten. Ja, also, weil oftmals ähm, sagen Unternehmen ja auch: Hey, komm, ich hätte gerne mal Luftaufnahmen. Wirklich? Ja, Sag, so also ich. sagen das so viele, wollen viele Leute also, Luftaufnahmen. Das war jedenfalls Ausgangspunkt äh, des Unternehmens, ja. ähm, die diesen Service anbieten wollten. Ja. Äh, in der Realität hat sich das natürlich so so ein ganz kleines bisschen anders ausgestaltet. Jedenfalls, ich sollte dort anrufen und es war wirklich gerade zu der Zeit, als diese ganze Drohnennummer auch in Deutschland hochkochte, ich erinnere mich noch an Demisier und dieses ganze Thema Flug- und Kampfdrohnen, ja? ja. Und dann sollte ich dort anrufen und der Gesprächsleitfaden, der Gesprächsleitfaden äh, sah folgendes vor: Mein erster Satz war: Hallo, mein Name ist äh, Jan Wellnitz im Auftrag der Firma XYZ rufe ich Sie an. Wir realisieren bei Ihnen vor Ort gerade ein Drohnenprojekt. <laughs> Und dann hat man quasi schon gemerkt, wie beim Gegenüber, ja, wirklich so das Herz in die Hose rutschte, ja, der wahrscheinlich an seinem Schreibtisch kreidebleich angelaufen ist. Ja. Naja. Jedenfalls, das soll ich sagen. Dann soll ich innerhalb äh, dieses Gesprächs dafür sorgen, dass die Person ja äh, eine von mir quasi diktierte URL in den Browser eingibt, sich ein Video anguckt, <laughs> ja, wo dann so eine Drohne um so ein Haus rumfliegt und Aufnahmen macht. Und am Ende des Telefonats dann einfach sagt, äh, ja hier, also die 2000 Euro für die Luftaufnahmen, die nehme ich doch gerne in die Hand. Ich beauftrage Sie. Hört sich klasse an. Äh, jetzt, Wie lange war denn dieses Gespräch, weil Jetzt, wenn ich so die Story alleine höre, wie du diese erzählst, ja. ist es eine relativ lange ja, Geschichte. Ja, 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 ja. Ähm, wie lange muss <laughs> die Hast du auch vorher angekündigt. Genau, die, haben Sie die, lang, nächsten haben, haben, <laughs> die nächsten? Haben Sie mal eine Minute für mich. <laughs> haben Sie die nächsten zwei Stunden etwas vor? Ja. ja. Okay, super. Dann lassen Sie uns doch <laughs> über Drohnen sprechen. Ja, sehr gut. Genau. Wir realisieren bei Ihnen vor Ort gerade ein Drohnenprojekt. <laughs> ja. Also ich darf dich jetzt fragen, Max, was denkst du, wie viele Verkaufsabschlüsse habe ich erzielt Jan, ja, nach weil, einem Monat? Ja, bei deinem Verkaufstalent würde ich sagen, äh, du hättest realistisch... So ein Telefonat hat gefühlt zwei Stunden gedauert, du hast acht Stunden gearbeitet, ich würde sagen, vier Abschlüsse am Tag. Hätte ich würde ich dir zutrauen. Jetzt Würdest würd, du mir zutrauen? Klar, ja. ich absoluter Topverkäufer ist klar. Aber natürlich bei, ich sagen, bei diesem, also diesen Karren konnte selbst ich nicht aus dem Dreck ziehen. Ja? Also ich habe ja. dann auch mit der Dame gesprochen, die dieses Callcenter geleitet hat, habe ich gesagt, nein, ich glaube nicht. Dass das eine gute Idee ist und dass das jemals bei irgendwem funktionieren wird. Aber äh, man ließ sich nicht beirren. Ich habe den Job einen Monat gemacht. Es war eine entwürdigende Zeit. Ich habe null äh, Verkäufe geschafft. Ja, äh, wie sieht es bei der Firma aber heute ich aus? Hab, aber ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das Projekt wurde auch abgegeben. <lacht> <lacht> aber ich habe zwischendrin zumindest von anderen Firmen dann äh, Jobangebote bekommen. Ach, Sie hören sich ja nett an. Wollen Sie nicht bei uns anfangen? <laughs> Im Callcenter. <laughs> bei uns können Sie auch Drohnen verkaufen. Ja. <laughs> Ja. ja, ihr wart vielleicht nette Angebote, ihr, ihr nette vielleicht Angebote von der voraus. Waffenindustrie bekommen. Ja, ja. So. also das war meine Drohnenstory. Seitdem bin ich absoluter Experte und äh, ja, äh, wie gesagt, immer wieder äh, für jede Drohnenstory offen. Ja, also äh, und dann kommen wir. Also, jetzt habe ich selber aus der Story ein bisschen den Faden verloren, aber ich würde sagen, wir wagen Irgendwann einen Schritt zurück wieder in deutsche Gefilde, wieder ein bisschen ins, ins heimische Land zurück. Und da ähm, ergibt sich auch genau passend das Thema zurück ins heimische Land. Es gab eine unglaubliche Geschichte, Jan. Und man wird es nicht glauben, aber das war für mich ein riesengroßer Schock. Nachdem jetzt wir merken, in der Gesellschaft gibt es einen leichten Rechtsruck, in der Politik gibt es auch rechtsradikale Tendenzen. Ist jetzt rausgekommen und das war mir un also unglaublich. Selbst bei der Polizei gibt es Nazis. Wer hätte das gedacht? Ja, das kam jetzt raus, und ähm, da so, hat, wurde dann jetzt auch gefordert, dass es da ein Frühwarnsystem gibt. Und ich würde auch sagen: Also, wenn vielleicht in der Dusche nach dem Dienst. Die ersten Jungs sich anstelle ein High Five zu geben, mit einem Hitlergruß begrüßen und vielleicht im Nacken ein Hakenkreuz tätowiert haben, sollte es zumindest ein paar Warnsysteme geben, um festzustellen, sind die Jungs vielleicht etwas rechtsgesonnen äh, oder ähm, sind es ganz normale Bürger, so wie du und ich. Und ich würde sagen, das sind vielleicht hinreichende Kriterien, aber natürlich noch lange keine Beweise. Richtig, ja? wie, richtig. Wir, wie wir seit Cora Schumacher und ihrem neuen Freund, <laughs> da kommen wir auch gleich noch dazu, wissen, ja, ja? Sind das auch ein, auch Menschen. Haken, ein Hakenkreuz auf dem Unterarm <laughs> ja, hat noch überhaupt nichts zu bedeuten. Richtig. Ja? Der Mann interessiert sich nur für andere Kulturen. Ja, so. Und in anderen Kulturen ist das ein Glückssymbol. So, ja? würde ich nämlich auch sagen. Also, äh, insofern, aber in, in der <laughs> Story, jetzt mit, mit, den, mit den guten äh, Polizeinazis. Ja. Polinazis. Ähm, habe ich mir überlegt. Wir hatten, glaube ich, das Thema schon mal. Was könnten eigentlich äh, die, diese ganzen äh, Dritte Reich-Fanatiker alle machen von der AfD? Irgendwo wie, sich eine Insel kaufen, die da alle hinschippern wir, und wir dann hatten können überlegt, die da. Insel in Norwegen. Ja, vor Norwegen vielleicht. Ja. Irgendwo da. Ähm, und. Da würde ich auch sagen, die können ja auch von mir aus, wie sie wollen. Dann sollen die alle auch mit auf die Insel gehen. Und wenn die dann alle da sind, dann können. Guck mal, dann hat die, dann hat die Insel, da haben die Insulaner direkt auch eine Polizei mit dabei. Ja, richtig, so. Und da, da können die dann ihr, sich austoben, da auf ihren 200 Quadratmetern auf der Insel äh, da ihre ihre Allmachtsfantasien ausleben. Aber das muss doch nicht hier sein. Und die sollen doch einfach mal, irgendwann ist doch auch gut. Das interessiert doch auch keinen mehr. Die Leute haben doch auch gar keinen Bock mehr darauf. Äh, also dieses ganze Nazi-Dasein. Ich sag ganz klar, alle ab auf die Insel, auch wenn es nur mit halbem Sprit ist, dann kommen die, bleiben sie irgendwo hängen, soll mir auch recht sein. Also da bin ich echt ein bisschen, äh, bisschen angeranzt von. Da, da gefällt sich, mir nicht. Da können sie sich auch so ein richtig schönes Club Ja, bauen. können die auch machen. Ja, weil wie ich jetzt. Bauanleitung. Äh, ich bin ja, ich bin ja auch großer Cineast und ja. äh, Serienfanatiker. Ja. Ja. Und habe mir natürlich auch die neue deutsche Superserie. Dogs of Berlin oder Berlin oder wie man es auch immer ausspricht nicht entgehen lassen, ja? Ja. Der von mir heiß und innig geliebte Faria dem spielt mit. Spielt ja. auch eine ganz gute Rolle, kann aber leider äh, die Gesamtproduktion auch nicht retten. Äh, jedenfalls unter anderem geht es auch um naja, rechtsradikale Tendenzen. Der Kommissar, äh, der in diesem Fall ermittelt, um den sich die ganze Story dreht, hat eben auch äh, quasi eine rechtsradikale Vergangenheit. Sein Bruder ist in so einer Nazi-Gang und äh, die haben natürlich ein Clubheim ja, ja. Wie, wie sich das gehört stereotypischer geht's eigentlich nicht ähm, aber insofern könnte ich mir dann auch gut vorstellen ne, stellt den Jungs doch einfach dann so ein schönes Clubheim dahin so ein paar Wimpel auf dem Tisch äh, so ein paar äh, schöne Hakenkreuze ja auf die Bierzeltgarnitur und schon ja. sind die happy ja, ja. würde also, ich auch sagen und dann also vielleicht können wir da auch noch mal es ist ja auch Jahresendspurt ja kleines Crowdfunding ist, genau Jahresendsport ist die Zeit der Jahresrückblicke und die Zeit der Jahresrückblicke ist eigentlich auch immer die Zeit der Spendenaufrufe. Und vielleicht sollten wir ähm, für diese Gruppe, ja, die sich ja im Grunde in unserem Land nicht so richtig mehr wohlfühlt, ja. einfach einen großen Spendenaufruf starten, damit die sich dann ihr Clubheim dort äh, vor der norwegischen Küste auch letztlich leisten können. Richtig, würde ich auch sagen. Und dann können die da alle hin und der Rest von uns hat endlich die Ruhe und kann in Ruhe und Frieden leben. Äh, bin, bin ich voll dafür, finde ich sehr gut. Wir starten das ganze Ding gleich mal auf <laughs> Kickstarter, ne? ja. schicken euch alle eine schöne Message raus und dann äh, ne, kann es losgehen. Genau, würde ich auch sagen. Ja. Und jetzt von diesen etwas äh, traurigeren Themen geht es jetzt nochmal zu einem richtig traurigen Thema. Ja. Also ähm, und gleichzeitig, also äh, irgendwie, irgendwie Glück tragisch, aber ich. ich, auf, Glück ich auf, ja, richtig. Du stimmst es schon der ein, lieber Jan. Steiger kommt und was war los? Er hat sein helles Licht. Ja. ja. Was war los, Jan? Ja, es, ja, tatsächlich. Ende der Steinkohle äh, in NRW. Also äh, am Tag, äh, an dem wir jetzt aufnehmen, vorgestern. Hat tatsächlich Nein, gestern, 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 am gestern. 20., am 20., also, 20. letzte 20. Fahrt, letzte Fahrt hat unter Tage. Äh, tatsächlich die letzte Zeche in Bottrop, ähm, ja, dicht gemacht, ja, ja. Schicht im Schacht, tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, ich glaube, das stand auch schon seit den 90er Jahren fest, aber somit ist der Bergbau im Ruhrgebiet tatsächlich passé. Ja, und damit geht ja schon ein in großes Stück ich würde nicht nur sagen deutscher, also oder nicht nur Ruhrgebiets-Historie ähm, zu Ende, sondern auch ein äh, Stück der Industriekultur Deutschlands Absolut. geht damit zu Ende. Äh, interessanterweise hatte ich äh, so ein leicht ambivalentes Verhältnis, als ich diese ganze Story gehört habe. Auf der einen Seite redet man halt darüber, ja irgendwie, äh, das hat viele Menschen beschäftigt, da haben viele Leute gearbeitet, die letzten fünf SPD-Wähler äh, haben jetzt auch noch ihren Job dabei verloren mhm. ähm, und äh, das war ein Riesenthema. Und auf der anderen Seite habe ich die ganze Zeit gedacht, also wir, wir äh, irgendwie kümmern uns darum, irgendwie unsere Klimaziele zu erreichen. Und wir haben irgendwie Feinstaubdebatten und dieses ganze Thema und äh, reden dann darüber. Es ist ja alles schon ein bisschen nostalgisch und schade, dass jetzt die Steinkohle, die glaube ich eine der äh, umweltschädlichsten Energiegewinnungen ist, äh, jetzt zu Ende geht. Also war es irgendwie so ein bisschen, wo man dachte: Naja, eigentlich schon sinnvoll. Und vielleicht irgendwie 2018 äh, sind wir da nicht schon ein bisschen spät mit dran, auf, äh, auf so, so eine Ressource zu setzen. Und auf der anderen Seite wurde das halt dann irgendwie so ein bisschen emotional verklärt. Ich, äh, auch wenn ich weiß, dass wir hier im Ruhrgebiet sitzen und wir danach wahrscheinlich eine Vielzahl von Hassbotschaften kriegen, saß ich persönlich äh, diesem, diesem ganzen Thema etwas ambivalent gegenüber. Ja, also ich wollte gerade schon sagen, ne, also... Identifikationsstiftend wie wahrscheinlich nichts anderes hier im Ruhrgebiet. Ja. Also damit haben wir gerade mit, <laughs> mit diesem Statement deinerseits, haben wir glaube ich gerade die Hälfte unserer Wählerschaft verloren. Ja. Danke dafür, Max. Ja. Ja. Und man muss natürlich auch sagen: Na klar, also Deutschland hat ja da irgendwo auch immer eine Vorreiterrolle irgendwie einzunehmen. Ähm, aber das ganze Ding wird ja wahrscheinlich einmal abgebaut und dann irgendwo in Afrika wieder aufgebaut. Ja. Ähm, gut. Äh, aber gut, wir, wir werden unserer Vorreiterrolle natürlich gerecht. Und äh, mit Sicherheit hast du recht, dass Se man eher auf andere Energie, glaubst Energie du dann, setzen sollte. Glaubst du dann tatsächlich, wenn man jetzt, wenn die dann irgendwie diese ganzen Abbaugerätschaften dann irgendwo nach Afrika karren, wenn ja, die Das, das ist das, jetzt ja, so, nie, eher, nicht unbedingt nach Afrika, also da auch, aber. Ja, irgendwo äh, in die dritte Welt, wo nichts äh, nicht so schlimmes Ja, was heißt nicht dritte Welt, wo wir es nicht sehen? Und zum, zum Teil auch, ich glaube, Na, es in gab noch. Auch, Genau, es gab auch Zechen, die wirklich komplett, also Förderturm, alles einmal abgebaut und dann nach Asien. Ja, 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 ja. ja da, wie gesagt, worden. Da, da, wo es uns nicht betrifft. Da, wo wir nicht den Krobhusten kriegen. Aus, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, so ja. wollte ich gerade ich sagen. Ich habe ja sowieso ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Ja. Also äh, im Grunde genommen, ich habe auch schon keine <laughs> Ahnung mehr, was du eigentlich vor drei Sekunden noch gesagt hast. <laughs> ja, das hast. weiß ich auch meistens ja. selber. Ich, ich weiß schon nicht, wenn ich was sage. Ähm, ja, ja, da kommt jetzt ja die Frage auf, dann auch so in Indien und überall, wo die diese ganzen Dinger wieder aufbauen. Wird dann in 40 Jahren sitzen dann da auch so ein alteingesessenes indisches Ehepaar, er in Unterhemd, beide so auf die Fensterbank mit dem Kissen gelehnt und sagt, du sag mal, Herbert, Herbert, wem gehört denn dieser, dieser Mercedes hier vor der Haustür? Ich glaube das ja ja nicht. Was macht das Ding denn hier? So sitzen ja. die dann so richtig schön da. Und dann in sagt hier? der andere, ja, der hat hier, der war unter Tage. Ja. ja? Der richtig. ist in Frühruhr stattgegangen. Das, ja. das ist der Jünter, der, der war unter Tage. Ja. Äh, ne, und äh, ich hole mir jetzt noch mal einen Jochhurt, ne, so, ja. so richtig. Also äh, wird sich dann diese Kultur, diese Ruhrgebietskultur, die wir hier haben, setzt die sich dann auch äh, in den jeweiligen Ländern dann durch. Also ist es direkt gekoppelt Ich gehe an die ganz, Industrie. ganz stark davon aus, <laughs> also und schon ein bisschen ähm, witzig, wenn das so wäre. Vermutlich stimmt man dann da auch äh, das Steigerlied an, <laughs> ja. bevor, bevor die Knappen in die Arena einlaufen. Ja, richtig. Mhm. Ja, sowieso. Der Malocha-Verein, also das liebe ich ja immer, wenn dann in, äh, das war ja jetzt auch dann äh, unter der Woche Ich versuche mir gerade die ganze Zeit die indische Version von Domenico Tedesco vorzustellen. Nein, Mit so einem... Nein, ich, nein ich, sag, ich sag gar nichts. Das ist ganz dünnes Eis wieder. Ich sag nichts. Aber ja. ich versuche mir nur vorzustellen, einfach nur mit einem anderen Tag, sag ich mal. Und, äh, <laughs> ja, und, ja. Und wie sieht die? Ähm ja, egal. Auf, Vor allem, <laughs> ich sag mal so: Da bekommt der Terminus Laptop-Trainer schon wieder eine ganz andere ja, Note. Ja, richtig. Ja? Da, also, wieder nur noch, da, da sitzt nur noch einer im Hinterraum und programmiert Algorithmen, die dann, die dann äh, den Verein trainieren. Also so sieht es nämlich aus. Ja. Und äh, ja, genau in dem Zusammenhang hat ja unter der Woche dann auch äh, Schalke gespielt und mit einem Tribut an den, äh, an den Bergbau im Ruhrgebiet dann auf jedem ihrer Trikots einen, andere, einen anderen Namen, einen anderen gehabt und im Endeffekt muss man ja eigentlich auch sagen, der Verein, der sich so als Maloraklub für den Bergbau einsetzt, mit dem Hauptsponsor Gazprom ergibt für mich dann an der Stelle relativ wenig Sinn, weil das Gas, was dann das Gas, ne, das Gas, was aus Russland kommt, ist ja dann auch damit mit für verantwortlich, weil selbst die Leute aus dem Ruhrgebiet nicht mehr darauf setzen, vielleicht das Stadion in Gelsenkirchen mit Steinkohle zu beheizen, ne, und auch die Flutlichter. Alles, was an Energie kommt, hätte man da richtig mit Stein und Braunkohle nochmal äh, irgendwie äh, durchfeuern können, an dem Ding noch so einen großen Schornstein dran. Äh, <laughs> so, aber ja, siehst du. Und dann, wie gesagt, dieser kleine Arbeiterverein aus dem. Saft der Arena immer schön geschlossen haben, <laughs> sag ich mal. Ja, ne? Damit das Ganze auch Spaß macht. Richtig. Ja, ja also ich im sagen. Grunde genommen kann man sagen, Gerhard Schröder. Hat, danke, hat danke, es, Schröder. Hat das Ruhrgebiet kaputt gemacht. Ja, so. Und oder? wo ist der? Ja, wo sitzt der heute? Also, und das in vielfacher Weise. <laughs> ja. So, denkt mal drüber nach. Ja? Ja. Ja. Machen wir. Aber dann äh, haben wir uns auch schon wieder vollkommen hier in unserem äh, politischen Gewohnheiten ähm, verloren und wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön an die, an die Bergleute. Ähm, viel Spaß demnächst beim Solaranlagen installieren ähm, auf dem Dach in Castrop-Rauxel. Und äh, dann schalten wir eigentlich rüber jetzt in den Bereich Panorama. No Drama. Panorama. What are you doing? Panorama. Panorama, das kam ja schon, ja. ich dachte, ich muss das jedes Mal nochmal sagen. <laughs> oh mein Gott, oh mein Gott, was habe ich auf Instagram gesehen, ja, Helene hat Schluss mit ihrem Flori, nach Jahrzehnten, ja, der wunderbaren Beziehung, einer wirklich sehr stark auch in der Öffentlichkeit zelebrierten Liebe, ja, ist nun Schluss. Sie gehen getrennte Wege, aber sie tun dies in aller Freundschaft. So ja. jedenfalls im Text, den ich mir über mehrere Minuten habe durchlesen dürfen. Ja. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage: Unsere Volkshelene, ja, die sich quasi mit atemlos in all unsere deutschen Herzen gesungen hat. Hat sie uns atemlos gemacht? Sprachlos, atemlos und sprachlos. Ja, absolut. Und ich muss ja wirklich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es gab selten ein Lied, was man, sage ich mal, in den verschiedensten Gruppierungen, ja, an den verschiedensten Orten äh, immer und immer und immer wieder hören musste. Ja? Also ganz egal, ob Dorffest oder Betriebsweihnachtsfeier, ja. wobei vielleicht ist der Unterschied da auch gar nicht so groß. <laughs> ähm, ja. Also ich kann mich jedenfalls erinnern, auch bei uns ja Firmenfeiern, diverse immer lief dieser beknackte Song <laughs> auf, auf ja dieser, und auf immer Zeitgeist wieder. Und wunderlich Weihnachtsfeier mit uns beiden lief das immer. Ich weiß gar nicht, wer hat immer dran gemacht? <laughs> Welcher hat. beschissene Kack DJ <laughs> hat diesen Song <laughs> angemacht? Ja und trotzdem alle Leute sind immer derbe darauf abgegangen. Ich konnte es nie ganz verstehen, aber naja, Helene mögen wir natürlich trotzdem. Und wo habe ich Sie heute Morgen gesehen? Heute Morgen beim Brötchen holen auf dem Cover der Vogue. Also sie ist wirklich ganz, ganz oben angekommen. Ja, und zwar fotografiert von wem? Irgendwer, Lindberg. Ja, Peter Lindberg. Ja, ja. Peter Lindberg, genau. äh, Star fotograf Er hat sie alle fotografiert. Ja. Jetzt auch Helene Fischer. Ja. Und dann ist wirklich einfach nur die Frage: ähm, Was Ist das sozusagen der ganz große Durchbruch für Helene Fischer oder einfach nur der Tiefpunkt für Peter Lindberg? <laughs> ja. Also, naja, jedenfalls die Gute. Ist und wo und wo war Paul Ribke? So. Ja da kommen wir vielleicht später noch mal zu. Ja. Jedenfalls sie nun getrennt von unserem Flori, ja? ja. Der äh, Karl Moik sozusagen der Neuzeit der Joko Winterscheidt der Schlagerszene würde ich sagen. Er hat, er sieht ihm ver zu verwechseln ähnlich. Ja, ich festgestellt. ja, ja. Also, ja, ja. Äh, da war ich wirklich hoch irritiert drüber und dann kam ja auch noch kurz die Debatte auf, da du ihm ja scheinbar auch sehr ähnlich siehst. Also irgendwie ähm, alles hier aus der Retorte. Ihr seht die Männer heute, ihr seht alle gleich aus. Ja, wobei man sagen muss, äh, die Nummer mit Joko und äh, Florian. Silbereisen, die ist, ist ja schon ein länger. bisschen länger. Ja, ja, ja. Du ein bist bisschen mein bisschen Late-Late-Follower. Da <laughs> ja. wurden auch schon diverse Witze gemacht. Ich erinnere mich noch an, wie hieß die Show? Ich glaube, das war sogar damals noch zu Zeiten von ZDF Neo. Ach, da ähm, ist er doch da auch aufgetreten. Da ist er quasi einfach ja, hingefahren ja, 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 zu ja, ja. einer verabredeten ja, äh, ja, ja, Signierstunde. Ja, ja. ja Irgendwie im Möbelzentrum XYZ. Ja, richtig, ja. Richtig, richtig. Hat sich dort hingesetzt ja. und hat dann äh, fleißig Autogrammkarten signiert. Ich erinnere mich. Die Fans haben es natürlich. Ich auch erstmal so angenommen. Die Hardcore-Fans haben es dann gemerkt und dann tauchte irgendwann der richtige Florian Silbereisen auf. Er hat es glaube ich mit, sagen wir mal so halbwegs mit Humor genommen. Die Fans, die waren richtig traurig. Ja. Die Fans. Die Fans, die ja. haben auch mitunter äh, geweint. geweint, glaube ich. <laughs> Und ja. ihren Unmut in bitterbösen Leserbriefen kundgetan. Ja. Und schwupps, acht Jahre später, Trennung von Helene. So. Ob das nicht zusammenhängt? Ja. Ja, weil, weil, ganz genau, wir haben uns nämlich vor, vorgenommen für die heutige Folge, wir wollten mal raten, wer könnte denn der Neue sein? Ja, da und wurde ich ja schon. an seine Tänzernummer, das ist ja so eine, so eine, guck mal, die Helene Fischer ist die Britney Spears des deutschen Schlagers. Und die ist ja dann auch mit ihrem Kevin Federline damals dann mhm. als Tänzer durchgebrannt. Heute würde Kevin Federline ähm, eher nur noch äh, irgendwie halbrhythmischen Volkstanz hinkriegen, weil er dann doch ein paar Kilo zugelegt hat. Weil das ähm, ist der mit diesem Sextape eigentlich. What? Nee, doch, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung, ja, bestimmt. One Night in Paris. Ja, aber das ist ja Britney Spears. Also. <laughs> Sehr gut. Ah, äh, heißt der nicht Midnight in Paris? Und ist der nicht vernünftig? Dann ist doch der mit der großen Nase, oder? Ja. Hier. ja, aber wer, genau, erzähl uns ein bisschen mehr. Ja, so. Es nämlich, wird nämlich gerade kolportiert, dass es schon einen neuen gibt. Ja, Wir und, wollen das natürlich überhaupt nicht einsehen. Ja, und, und ich, genau, also einmal, einmal wurde gesagt, es wären äh, wär Tänzer, der, mhm. der seine der zu dem Zeitpunkt noch mit irgendeiner äh, was, was war es irgendeiner Stylistin oder sowas äh, zusammen war und dann hat Helene gerufen und er ist gesprungen und hat gesagt ach komm lass it. Scheiß auf die alte <laughs> genau Scheiß auf die alte Helene ich bin dabei und bleibt sie weiter Stylistin ist die Frage und muss er auch weiter tanzen oder ist er jetzt irgendwie Vortänzer oder man weiß es nicht aber äh, dann gab es ja noch ganz ganz viele übereinstimmende Medienberichte Jan dass du der neue von Helene bist. Ja, da gab es aber auch da schon dann von deiner ich, Seite ehrlich, Klarstellung. Da gab es eine Gegendarstellung, weil keine Ahnung, wo das schon wieder herkam. Wie gesagt, es könnte durchaus die große optische Ähnlichkeit mit Florian Silbereisen sein. Klar. So, und ich sage Ihnen ja eins: bitte, das wird Konsequenzen haben. Da gehen wir vor Gericht, das gibt Unterlassungsklagen an alle, auch an die Bildzeitung. Das sage ich Ihnen. Bitte. Genau, insbesondere die Springerpresse hat ja, da so. wieder ordentlich in diese Kerbe. verachten in, in diese Kerbe reingeschlagen. Wir haben uns gestern mit einer großen Gegendarstellung ganz klar davon distanziert. Ja. Es, gibt kein, es gibt und es gab keinen Kontakt <laughs> zu Helene Fischer. Und auch nicht zu ihrem Berater. Ja, so so. so viel steht fest. Und ähm, deshalb die Sache ist... Und du wechselst nicht im Winter <laughs> zu Atletico Madrid. Auch das wird hier vielerlei Seiten berichtet. Auch das ist nicht wahr. Jan wird ah. weiter den Podcast machen und wird nicht in Real Madrid auf der Innenverteidigerposition spielen, wie es auch viele schon gedacht haben. So. Tja, genau. Also auch die Kuh ist vom Eis. Also äh, <laughs> wir können wirklich mit Sicherheit sagen. Keiner von uns ist der neue von Helene, aber, aber wer ist es denn dann? Erzähl doch ganz kurz, wie heißt dieser Tänzer? Wissen wir das? Keine Ahnung. Wir haben Tänzer unser Investigativteam losgeschickt. Ja. Was, ist mit, was ist mit Klaas? Relotius. Du hast Relotius gesagt, Man, da ist aber gar kein Z im Namen. Ich habe gesagt, Relotius, oder? Ich glaube nicht, aber ist auch egal. Wir, wir, wir sagen einfach, er heißt so, weil er wird ja mit alternativen Fakten leben können. <laughs> ja, das ist ja, da kennt er sich aus. Ja, ja Sein Brot- und Buttergeschäft. Stimmt, kommt am Ende raus, der hieß gar nicht Relotius, der hieß Relotius. Rhinoceros. Ah, wenn Klar. man das jetzt hier googelt, das ist auch toll. Ja, wenn man das googelt hier, Helene Fischer, neuer Freund, da kommt direkt an zweiter Stelle ein Artikel, gerade vor 20 Minuten erst erschienen. Helene Fischers neuer Freund, Doppelpunkt, so posierte er für ein Schwulenmagazin. Okay, gut. Ja, in der Windel oder sowas, ne? Was ist das? das Habe ich auch gesehen. Was Irgendwo war das? er in der Windel. Okay, Na ja gut. Okay. Ja, aber ich glaube, es wird. Also, das wäre aber, würde dann zumindest, sag ich mal, äh, böse Zungen würden behaupten, dass vielleicht auch Florian Silbereisen gar nicht unbedingt auf Frauen steht. Und das würde sich dann ja gut irgendwie eingliedern in diese Kategorie an äh, leicht metrosexuellen Männern, wo ja, man und die sexuelle Gesinnung nicht ganz genau auf den ersten Blick erkennen kann, was aber auch überhaupt gar kein Problem wäre, äh, 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 aus meiner Sicht. Ja. Und, ähm, nö, nö, nein, überhaupt nicht. Aber nur in, insofern, vielleicht steht ja auch, und ich jetzt habe ich jetzt herausgefunden, wie er heißt, Thomas Seitel. Ja, vielleicht steht ja auch er, der Von er dem ein, Call ein Luftakrobat ist. <laughs> vielleicht steht er ja eigentlich auch auf Männer, was toll wäre, weil dann ähm, hätten wir wieder mehr Grund, quasi jetzt gleich mal zu brainstormen und zu überlegen, äh, wer denn tatsächlich sein. jetzt der Neue sein kann. Vielleicht ist er gar nicht der Neue von Helene Fischer, sondern von Flori. So, kann ja, ja. auch sein. Aber wer ist denn gerade Single auf dem Markt und hat irgendwie Bock auf so eine Schlagersängerin? Was ist denn hier mit äh, Schweighöfer <laughs> oder sowas? Schweighöfer verheiratet und Kinder. Ach, äh, sagst du. Der soll ja? sich mal nicht so anstellen. Oh, der macht doch, 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 weißt du wer? Wer denn? Das wäre ja das Traumduo. Das, das deutsche dynamische Traumduo, unser Mann in Hollywood, letzte Woche nur ausführlich über den Mann berichtet. Til Schweiger? Ja. Der ist solo, oder was? Ja, weiß ich nicht, aber der ist ja, oder zumindest hat er nichts Festes, glaube ich. Der ist so fest <laughs> verheiratet, wie Ottfried Fischer tot ist also bitte da übrigens auch noch mal kleine klarstellung ja der hatte leider unser investigativteam mal wieder in eine falsche richtung recherchiert ja, ja. also fakt wir, ist wir haben uns da wieder auf aussagen eines spiegel star reporters klarstellt <laughs> klar sie was hast du wieder gemacht ja jedenfalls ich auf äh, nichts mehr verlassen es kam heraus äh, der ehemalige Bulle von Tölz ist nach wie, weil nach wie vor unter uns. er bullert noch fröhlich vor sich hin. Genau, er freut so. sich bester äh, Vitalität. Ja, das weiß also, ich jetzt nicht, aber... Alles gut. Also ich glaube, er kommt trotzdem für Helene nicht unbedingt in Frage. Ja, aber Til Schweiger aber, bestimmt. Til genau, Schweiger wir wir be werfen jetzt einfach mal Till Schweigers Ring in den, äh, weiß schon... In den Vulkan. <laughs> ja, hallo. In den, Ring in den, Feuer in, ist den das in den feurigen Vulkan der Helene Fischer. So. <laughs> so, so, wer ist denn noch Solo? Ja, Ralf Schumacher. Ja, ganz Und, äh, genau. Ich ja, weiß gar nicht, ob der Solo ist, aber der könnte natürlich nochmal. Jetzt, nachdem Cora ja auch sich jemand Neues gesucht hat, was den Ralf mit Sicherheit sehr eifersüchtig macht. Nehme ich auch an. Vor allem so ein classy Boyfriend, äh, wie die Cora sich da geangelt hat. Aber da kommen wir auch gleich noch dazu. Aber ja, also ich würde sagen, Ralle Schumacher auf jeden Fall mit dabei. Was ist mit Uwe Ochsenknecht? Äh, oh, ein ja, bisschen oh. älteres Semester, aber Na. ich sag mal, einer, der in Deutschland durchaus gut gelitten ist. Ja? Ja. Äh, ein, ein deutscher Grand Senior, könnte man eigentlich sagen. Ja. Ähm, und ja, hier also, ich sag mal, seine Lady, die Nummer ist ja schon länger zu Ende und ich glaube, da ist er auch mittlerweile drüber hinweg. Also ich würde noch Uwe Ochsenknecht. Ist jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen edgy-Type. Ne? Kommt man jetzt vielleicht optisch nicht so Armin direkt Armin ist, glaube ich, aussehen. <lacht> <lacht> Ja, und der hat auch so eine feurige Art. Ja. ja. Also, wenn, wenn man jetzt wirklich. Oh, ich meine, oder hier, ben wir, Becker. wir waren ja, wir waren ja im, im letzten Jahr auch viel, also im zurückliegenden Jahr, waren wir bei verschiedenen Tourstationen von Helene auch direkt mit dabei. Wir haben es uns angeschaut. Wir waren in Berlin bei der Waldbühne. Ja. ja oder an der Waldbühne, auf der Waldbühne, in der Waldbühne, haben uns dieses wunderbare Konzert angeschaut. Es war wirklich zum Dahinschmelzen. <laughs> von wem? Helene Fischer. Achso. ich, also ich rede da ja, Mann. kommt da kommt schon wieder raus. Ähm, der Maxi auch ein Gedächtnis wie hier ein ne, Goldfisch. Und ich, äh, ich, warte wie ein Gedächtnis <laughs> wie äh, ah, vergessen. Ich, ich, ich schaue nur nach rechts und sehe, wie Max sich auf Glamour ja, äh, verschiedene weitere potenzielle Kandidaten ja, anschaut. So, ja ja ja. Na, ich wollte nur ganz kurz beenden. Also sie ist eine feurige Tänzerin auf der Bühne. Da geht's ab und sie passt auch gut zu einem feurigen Typen Ach, wie noch. ja. Armin Rode, ne? Armin Rode, voll. Ey Armin Rode. Also so hätten... Ich habe ja, hab ja mal in Bochum gewohnt und Armin Rode wohnte auch. Und das Interessante war, ich habe Armin Rode dann mal vor der... Besser der... wäre noch gewesen, ich habe ja mal in Bochum gewohnt <laughs> und Armin Rode wohnte halt gar nicht. <laughs> ja. Armin Rode wohnt auch in Deutschland. Ja. Und nee, den habe ich dann vor der Post in Bochum getroffen. Und die Post in Bochum hinterm Hauptbahnhof ist schon relativ ranzig. Mhm. Und er fiel auch nicht auf, aber er sah aus wie ein obdachloser Förster, als ich ihn gesehen habe. Und roch auch ein bisschen. Äh, so ein bisschen gerade, als wenn er so, das war aber auch so 12 Uhr, 1 Uhr mittags. Ja. Er, er sah und roch so, als wenn er aus gerade aus der Kneipe käme. Gerade aus der Kneipe, ja. Ja, also Armin Rode, ich glaube aber auch ein super solider Typ. So ähm, auf jeden Fall spannend. Und jetzt, wie gesagt, Elias im Barrick, auch Dauerszene. Oh ja. Oh, auch da yeah. wird ja gemunkelt ne? ich glaube das, das muss er wahrscheinlich auch von seiten des managements Single aus sein muss er sagen, ja, dass das Signal ist, na klar. Ja, wobei, ich, in, in einer Werbung habe ich ja gedacht, der wäre der Neue von Lothar Matthäus, weil die beiden ja zusammen irgendwie Weihnachten waren. Und Lothar, kennst du die Werbung von Sky? Nee, da sitzt dann... Äh, ich gucke kein Fernseher. <laughs> ich gucke kein Fernseher. <lacht> <lacht> äh, nee, da guckt äh, Lothar Matthäus so leicht betröppelt aus dem Fenster und sagt irgendwie sowas, der äh, ein bisschen traurig ist, so, ach Mann, da kann ich überhaupt Weihnachten kein Fußball gucken. Und dann sitzt auf einmal, schwenkt so die Kamera, also er hat diesen betröppelten Gesichtsausdruck, also mhm. einfach schon... Äh, schauspielerische Meisterleistung von Lolla. und dann wird's auf die Kamera geschwenkt und dann sitzt er so mucklig einge äh, eingehüllt, sitzt da der im Bacheck und sagt: Lothar, doch mit dem neuen Sky irgendwas kannst du äh, jetzt alles gucken überall und so. Das ist so geil einfach diese Werbung ist so richtig witzig und äh, seitdem habe ich ja gedacht, die beiden würden zusammen sein. Aber guck mal hier, in meiner, also hier Glamour, in meiner Glamour Hotlist haben die wildesten Gerüchte gestellt. Ja, in meiner ja. Glamour Hotlist haben wir da noch Clüsseau. Am, am Ende bleibt hier keiner mehr übrig, weil alle guten Männer. Äh, Florian die hier, David Fitz ah, ja. auch Single. Sieh an. Und der war doch erst kürzlich noch zu sehen im Superstreifen 100 Dinge mit unserem Freund Matthias Schweighöfer. Hat er dir eigentlich geantwortet auf unsere Karte? Nee, gar nicht. Will keine Flasche Schnaps scheinbar. Ach so, nee, ich habe ja auch nochmal einen Aufruf gestartet, äh, dass die uns mal liken sollen, aber äh, habe auch gesagt, kriegen eine Flasche Schnaps, wenn sie es machen, aber nee, scheinbar untergetaucht. Irgendwie vielleicht gerade off oder so. Ähm, Unter Tage. Äh, ja, im, im Bali-Urlaub. Unter Tage. Ich musste ja. den Witz nochmal machen. Ja, ja, ich ja. Weiß noch Wo? wo, wo? Unter Tage. <laughs> <laughs> nee, Jan. Schieß mich tot. Ja, Jan, schieß schieß mich wirklich. tot. Äh, Jörn Schlönvog, keine Ahnung, wer das ist. GZS, GZS doch bei GZS war der habe ich doch Kai immer Schumann. Ich hatte den Starschnitt aus der Bravo über meinem Bett hängen. ja klar. Also ich Doktor, würde jetzt an Dr. Der Stelle Kai Schumann. Ich möchte gerne den Sack zumachen, bevor wir jetzt quasi hier den halben Tag Lena damit Meyer Landrut ist Single. Ich dachte die hat einen Freund, da hat die doch Nacktvideos hingeschickt. Ja, das muss die auch sagen. Ne? Management hat Ach. gesagt, sie muss das so sagen und so, Max, Kommt wir, mal, ich, wir du, machen jetzt, jetzt hier den kurz. Nein, nein nein nein, hier, nein, nein, nein. Ich wollte mich noch korrigieren. Ich, ich warte nicht erst sechs Wochen mit meiner äh, richtigstellung Okay, scheinbar komm. Matthias Schwe Ach, das ist ein Beitrag von 2000. Ach, ich bin ja völlig Der Beitrag ist ja von 2013. Ja, ja da war <laughs> also viele also, der Also, man kann sagen, wir sind immer brandaktuell hier bei ja. Zeitgast und wunderlich. Ja? Ja, sorry, sorry. Unser Investigativteam benutzt sogar Artikel aus dem Jahr 2013. Ja, ja. So, guck mal. Ja, komm, mach weiter. Also, mit anderen Worten, wir ja, machen ja. den Sack zu. Ja, Elias im Barek käme auch noch in Frage. Äh, Helene, wenn wir vermitteln sollen, bitte schreibe uns, bitte melde dich. Auch hier gilt wieder: App, Zeitgeist und Wunderlich. Einfach kurz eine PM rüberschicken und schon ist einer der fünf Kandidaten deiner. Wir könnten vielleicht auch alle fünf einladen und wir inszenieren einfach so ein kleines, äh, nicht Geld oder Liebe. Doch, das wäre auch ganz cool, aber. Sag nochmal, wie, wie, wie hieß die Show? Ich habe dich schon mal gefragt. Ich vergesse es jedes Mal. Herzblatt. Herzblatt. Herzblatt hieß das Ganze. Ja, so. sicher. Also wir würden quasi Herzblatt nochmal aufleben lassen ich in kenne Special Edition kenn mit übrigens, Helene. Ich kenne übrigens persönlich die Dame, die Assistentin, die immer den äh, Sekt Susi? Hat. Nee, Susi war ja die Stimme. Ah ja, okay. Ähm, Robert De Niro ist auch 2018 getrennt von seiner Frau. Das wäre vielleicht nochmal jemand für die Helene. Das ist ja auch ein geiles Team. So, Helene <laughs> auf der Wiener und im Hintergrund steht der, der grimmige Robert De Niro. <laughs> also, das finde ich richtig gut. Sorry, ich komme über das Thema nicht hinweg. Der Weihnachtsgrinch. Ja. So. <laughs> gut, okay. Gut. Da machen wir den Sack zu und ja. es geht weiter. Nämlich, wir wollen ganz kurz noch darüber sprechen: Flori Silbereisen. Ja. Der hat sich ja, äh, weil die Liebe natürlich entsprechend groß war und er dachte, wie viele, das Ganze geht für immer, äh, ihr Konterfei irgendwo hin tätowieren lassen. Wohin nochmal genau? Auf den Arm oder ja, was? auf den Oberarm. Auf den Oberarm, auf den Oberarm das Konterfei der Helene. Ja, und jetzt, jetzt ist natürlich damit? die Frage, was macht er damit? Ja, wissen Sie auch nicht. Äh, wir haben ein paar Vorschläge. Also schieß los. So, mein erster Vorschlag wäre... Äh, der, der tätowiert sich auf das Konterfei von Helene Fischer noch ein Schnurrbart und dann sieht, <laughs> sieht er nämlich aus wie Thomas Sabo in jungen Jahren und das wäre doch auch ganz toll und damit hätte er direkt die Kurve gekriegt und könnte neues Thomas Sabo Testimonial werden. Denn mit dem habe ich mich jetzt auch in der Woche ein bisschen beschäftigt. Und weiß, wer früher Testimonial Ambassador, Brand Ambassador für Thomas Sabo war? Nico Rosberg. Ach nein. Und ich finde Nico Rosberg vom Typ her so ein bisschen Florian Silbereisen -mäßig auch so. Vom jetzt, nee, also, wir müssen, glaube ich, unsere Liste nochmal erweitern. Die Top sechs, neuen Freunde für Helene Fischer. Der Ach, der, der, scheiße. Alle guten Männer sind vergeben. Scheiße. Toll. Ja, es wird nichts. Wir naja, gut. Naja, gut. Also, ähm. Dann wird das an der Stelle nichts. Aber, äh, ja, finde ich toll, den Vorschlag. Vielleicht nochmal ganz kurz drunter schreiben. Irgendwie inspired by Thomas Sabo. Irgendwie sowas, dann erkennt man es auch direkt. Also, ich würde aufgrund der langen Haare, ja, sagen. Und äh, weil er, den ich jetzt vorschlagen möchte, auch so ein bisschen äh, mittlerweile weibliche, weiblichere Gesichtskonturen bekommen hat. Iggy Pop! Why not? Ja? Der weibliche der, ja, der sieht doch. aus wie also, so ein abgehangenes äh, <laughs> Ochsenzimmer. Frisch geliftet. Der ja? ist ja nicht geliftet. Ja, du, hast da, du hast die aktuellen Bilder nicht gesehen. ja. Also der Hat frisch er dir wieder, wieder bei WhatsApp ein neues Foto geschickt? Hat gesagt, ey Jan, guck mal, mein neuer Look. Ja, wir schicken uns immer, wenn wir gerade aus der Klinik kommen, ja, aus der Betty Ford Klinik, ja. schicken wir uns immer unsere <laughs> neuesten Pics rüber. Hat er wieder gemacht. Der Mann sieht top aus. Ja, ja und du Super musst Town. langsam aufpassen, dein, dein Haaransatz ist kurz vor der Augenbraue, also du musst Hallo. jetzt mal langsam ein bisschen den Gang zurückschalten. Hallo, man tut, was man kann. ja. ja. Der auftätowierte Bart sieht super aus. Ja. Jedenfalls. Ja. Ja. Äh, Iggy Pop könnte ich mir auch ganz gut vorstellen ja. und das würde irgendwie ihm so ein bisschen so einen Rock-Appeal verleihen, weil ich sag mal so, er muss natürlich jetzt auch ein bisschen Kante zeigen. Ja, ja. Er muss zeigen, er ist ein harter Typ. Er steht über den Dingen. Äh, klar, auch eine sensible Seite. Okay, dies, das. Aber er muss jetzt auch Kante zeigen. Deshalb mein Vorschlag aus Helene's Konterfei wird Iggy Pop. Ja, oder ähm, einfach Ozzy Osborne geht auch immer noch irgendwie also als langhaarige Haare dunkel malen. Äh, gut, ich da, hätte, da, da, <laughs> da hätte ich jetzt fast schon wieder gefragt. Weil er eigentlich noch unter uns? Aber ja, gut. lebt ja, auch noch. Okay, äh, Gerade, glaube ich, hat, 70 geworden. Hat er nicht irgendwie hier die Playboy-Menschen übernommen? Pff, du, kein wohnt er jetzt, geworden? oder was? Ja, ja, ja. ja. ja, ja müssen Sie jetzt einfach mal dieses Gerücht streuen? Ja, von mir aus. Soll er machen, soll okay, er machen. Also, unsere Top 3, ganz klar: entweder Thomas Sabo, äh, Iggy Pop oder Ozzy Osborne. Ozzy ja, ja, und wenn gar nichts mehr geht, einfach einen Keulkarpfen raus machen, kommst du in Berlin immer gut mit an. Ja, oder streich durch das Ding. Fertig aus, Ende. Ja, ja das ist klar. Einfach Kante. so mit Rot, ja, schön hier mit dem Textmarker. Ja, oh Einmal, ups, da fallen hier schon die Tassen um. Ja. Und. Durchgestrichen und dann ist auch klar. So, so. Ich, ich würde sagen, jetzt hier darf ich schon wieder voll überzogen haben, Jan. Das Thema Cora Schumacher legen wir auf nächste Woche. Das läuft ja Nein, weg. das müssen, müssen wir, wir ganz kurz noch besprechen. Ja, okay, aber dann ganz kurz. Weil drauf. sonst ist es nicht mehr aktuell. Also wir haben auch, also das ist jetzt, die eine Liebe geht zu Ende, die andere blüht auf, kann man sagen. Ja, und alles mit Tätowierung zu tun. Richtig, denn Cora Schumacher, ich habe gesagt, Cora Schumacher meets Four Blocks oder vier Blocks, weil äh, sie hat einen neuen und der wiederum äh, kommt so aus dem Hell's Angels Umfeld und ja. ist da glaube ich auch eine große Nummer. Äh, auf Instagram heißt der ganze ja, der ist ein, ja auch heißt der gute Lennox AFFA, F ja? Ja. spricht man so aus? Oder Steht, Affa. Affa, steht, Affa, steht nämlich für äh, Angels Forever, Forever Angels. Also, das ist doch toll. Ist, glaube ja. ich, eine Textzeile aus dem Robbie williams Wollte ich, wollt ich gerade sagen. Ist, ich lag <laughs> mir auf der Zunge. Ja, ja muss schneller werden, Junge. Muss ist schneller werden. Ja, ja, ist, auch, ja ist, ist, eher so ein, ist auch so ein Typ, der gerne Robbie Williams hört, sich gerne mal am Wochenende in eine in eine, in eine, in eine weiche Decke einkuschelt. Auch, und dann genau, und auch wenn er nicht so aussieht, weil er sieht ehrlich gesagt so ein bisschen aus wie der Bruder des äh, Hauptprotagonisten bei vier Blocks. Name an der Stelle auch schon wieder vergessen, ja, kann gerne von der Community nachgereicht werden. <laughs> ähm ja, aber also grundsolider, sympathischer Typ. Und jetzt hat sich allerdings auch noch die Ex-Freundin von ihm eingeschaltet. Ja. Der gefällt das nämlich gar nicht, ja. weil da haben wir gehört, hatte der gute Lennox im November erst noch einen Heiratsantrag gemacht. Ne? Und das hat sie jetzt auf Instagram nachgereicht, hat gesagt: Nein, nein, also hier Trennung bei uns gab's nicht. Das ist mein Mann, ja. Und zum Beweis hat sie sich erstmal seinen Namen ins Gesicht tätowieren lassen. Also, äh, alles hat hier heute mit Tattoos zu tun. Wunderbar. Wir wünschen Cora Schumacher. Auf diesem Weg auf jeden Fall alles Gute. Ähm, wie gesagt, der Mann trägt ein Hakenkreuz am Unterarm, aber hat sozusagen mit rechtsradikalen oder rechten Ideologien Jetzt, überhaupt nichts zu tun. Ich bin etwas irritiert darüber. Der ist ja komplett zutätowiert. Also, und damit meine ich komplett zutätowiert. Der hat ja auch das Gesicht tätowiert. Ja, aber gut, wenn man es tragen kann. Ja. Aber ich will da auch nichts irgendwie weiter zu sagen, weil ich weiß, weil ich weiß, keiner. Du Mensch, weißt ja nicht, was du noch so Weil ich weiß, keiner hört unseren Podcast. Aber ich weiß, in dem Moment, wo wir jetzt über den irgendwie herziehen würden, schaltet der ein und, mor und morgen steht er bei uns vor der Haustür. Und dann äh, sind wir schon mittendrin im Aufnahmeritual. Also da bin ich mir nicht sicher, ob ich Hatte das ich möchte. eigentlich schon erwähnt, dass sie auswandern möchte. Ja. Gut. Alles klar. Dann aber der hat auch eine ganze Buddy-Gruppe, äh, die auch alle das Gesicht tätowiert ja, haben, da ist ja so ein du, neuer ist Trend. Halt, es ist eine Gang. Ja, es ist ey, eine von diesen Gangs. Ey, die sind ja Also auch ich ein glaube nach vier Blocks und Dogs of Berlin kommt die nächste Serie und da spielt ihr die Hauptrolle. So sieht es nämlich aus. Aber, Lennox. Aber ich bin ja. Weil selbst die Rapper, selbst Lil Wayne, ist zu tätowiert. Aber hier ist es wirklich ja komplett also eine mexikanische Straßenbande sieht dagegen aus wie äh, eingeschlafene Füße. Also ja, interessant. Ja, hier komm mal raus mich. aus deinem konservativen Schneckenhaus. Ja, ja. Der ist, cool, ist halt ist eine coole Type. Ja. Ja. Also der ist ein harter Junge. Ja. Da harter kannst Junge. du dir mal eine Scheibe von abschneiden. Du, du, du neunmal kluger Hilfsgehilfe. Ja, du, du Camembert hier. <laughs> so, also, weiter geht's. Schluss mit Cora Schumacher. Wir kommen zum Sport. Los geht's mit dem Sport und äh, da muss die, ich ja nochmal umblättern. Hier. Du musst nochmal umblättern. Ja, ist, äh, wir sind jetzt auf Seite 18 unserer Agenda. 34 Seiten kommen noch, also das wird eine richtig lange Nummer. Äh, nachdem sich ja hier Leute immer beschwert haben, äh, da macht man einmal eine Folge, eine halbe Stunde. Und dann gibt es wirklich aus der Community wirklich äh, richtiges Bashing, was denn wir wohl für Arschlöcher wären, dass wir hier nur eine halbe Stunde machen und äh, wie undankbar wir doch wären. Und deswegen, das lassen wir uns nicht gefallen. Deswegen machen wir heute so wie äh, das Grönemeier interview fünf Stunden Podcast. Äh, wir scheißen euch zu mit unserem Content. <laughs> ja, echt, bis ihr nicht mehr hören wollt. Und deswegen kommen wir jetzt Oben und unten rein. So, und jetzt kommen wir zum so. Sport. Und äh, natürlich äh, diese Woche im ich Sport vorne und hinten. R Riesenthema. <laughs> Ja, äh, Jose José Mourinho ist nicht mehr Trainer bei Manchester United, ähm, irgendwie gefällt. Vollbockpaar gefällt das. Ja, irgendwie hat sich das schon so über gefühlt ein halbes Jahr abgezeichnet, aber scheinbar wollte dann keiner irgendwie de, den Medien nachgeben und sagen, ja komm, dann äh, ist vorbei jetzt. Nee, richtig durchgezogen bis zum Ende und jetzt hattet ihn aber dann endgültig erwischt, jetzt ist er raus und man hat wirklich einen Top-Transfer getätigt und den Bayern-Schreck äh, Jan, Ole äh, <laughs> Ja, Ole. Ich, ich dachte, Jan Age kam, aber es war es war äh, der ist neuer Trainer, aber auch nur ausgeliehen vom FC Molde oder FK Molde bis zum Saisonende. Auch interessant, dass ein Verein sein Trainer verleiht und sagt, komm, könnte haben, ist nicht so wichtig, ob der da jetzt sitzt oder nicht. Äh, wir kommen auch ganz gut ohne den zurecht. Ich glaube, die wollten erst hier den ehemaligen Co-Trainer von äh, Fortuna Düsseldorf, der dann auch mit, mit Heimkiss zu Bayern gegangen ist. Ja. Sag noch mal, du kennst ihn doch. Äh, noch Hermann mal. Gerland? Ja. Nein. Nein. Nein, um Gottes Willen. Hermann Gerland? Nee, doch, wohl. Ich hab's halt nicht so mit Namen. Hermann Gerland? Hermann Gerland ist doch der Typ, der war der Co- co-trainer ja der ist, ach, der ist der, hat immer die zweite trainiert in der jugend und so weiter und Entschuldigung. So fort. nein hermann heißt er ach ja hermann der hermann mit nachnamen ja der, stefan hermann gerland der war doch seinerzeit bei fortuna bei unserer fortuna ja, co-trainer und denn noch? ist aber dann als Heimkiss ja nochmal berufen wurde in der vergangenen saison Mitgewechselt, ja. Du meinst und Thomas glaub, Hermanns? Ja, Thomas, Thomas Hermanns, Hermanns, genau den ja, Comedian der. Thomas Hermanns, genau. <laughs> sieben Tage, sieben Köpfe. Nein, richtig. Quatsch, Comedy Club. Richtig. Und äh, den wollten <laughs> die erst haben, Alter. haben sie nicht bekommen und deshalb jetzt Ole Kuna Ja. Ähm, also damit äh, durchstarten ähm, würde ich sagen. Wie gesagt, äh, schauen wir mal. Und José Mourinho äh, war relativ zurückgehalten, Hat gesagt, ja alles gut, Zeit vorbei, Vergangenheit. So, ich mache jetzt was anderes, lebe sein Leben, will mal essen gehen, hat er gesagt. Und dann bin Mehr ich Zeit gespannt, mit Helene verbringen. Und dann bin ich mal gespannt, wird das der, ja, so und oder wird das der neue Trainer des FC Bayern München? Wer weiß schon? Wer Von, auf jeden Fall ein sympathischer Typ. Ja, ja? der versteht sich glaube ich richtig gut mit Uli Hoeneß. Genau, also die könnten richtig gut zusammen abheden und die Presse fertig machen. Da, da, da sehe ich Weil schon die Schlagzeile ja, 2019. Pass auf, das hat man ja gesagt, dass quasi diese äh, ominöse Pressekonferenz des, des FC Bayern im Grunde genommen äh, einer Blaupause von José Mourinho gefolgt ist. Denn immer, wenn quasi die Mannschaft ja. zu sehr in die Kritik geraten war, ist er nämlich hergegangen, hat irgendwie die Presse frontal genommen und mit irgendwelchen völlig absurden, absurden, absurden. Äh, äh, Dingen, ja, also quasi einmal die Presse aufgescheucht und äh, hat damit quasi den Fokus von der Mannschaft weggenommen und äh, genau das hat Uli Hoeneß oder haben Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge gemacht und der Bratzo und, und der Brazzo. Ja, der saß halt dabei. So. Ja. Aber er hat auch mitgemacht. Er hat auch mitgemacht, okay, mitgehangen, mitgefangen und da ja, würde quasi der José Mourinho, der würde top da reinpassen. Ja, oder? und ich sehe schon die Schlagzeile dann äh, in der Saison 1920, äh, so im Oktober, wenn es nicht ganz so runden läuft, und man wirklich dann aneinander gerät, irgendwie Jose Mourinho schl schlägt Uli <laughs> Irgendwie so, so eine so eine Nummer. Irgendwie, der kommt auf ihn zu, will ihn angehen und Jose Mourinho holt aus zu so einem Kinnhaken und knockt den einmal komplett aus. Also das wäre so ein, der Höhepunkt und für mich schon ein Highlight, was ich 2019 erwarten werde, auf jeden Fall. Ja, und dann, äh, dann, ist, dann ist die nächste Frage. Ja. Unser lieber Freund Mats Hummels, ja. der ja dieser Tage, naja, nicht die einfachste Zeit beim FC Bayern hat. Ja. Aber er hat Und sich jetzt äh, so einen des, schönen Schnubbi gemacht. Des Öfteren auf der Bank sitzen muss. Hat er? Ja, der hat sich jetzt so einen schönen Schnörre stehen lassen. Also. Aber November ist doch vorbei, oder? Ja, deswegen. Ich glaube, bei ihm ist es natürlich. Halt too den, late. Hey. Hashtag too late for November Ja, ich glaube, er sieht sich aber vielleicht in der direkten Nachfolge hier von Magnum PI. Und äh, da haben wir eigentlich schon die Überleitung. Was könnte er als nächstes machen? Also wenn schon sein Spielstil quasi nicht für Aufsehen sorgt, dann immerhin der Schnörris. Ja. Äh, er ist quasi so der Gibril cc des FC Bayern, kann man eigentlich sagen. Ja. Und ähm, ja, finde ich Meine toll. Meine Überleitung war doch eigentlich, er macht einen auf Magnum PI und damit geht es eigentlich dann schon direkt in die USA. Ah, ah, toll. Ja. Das hat also, ich mir natürlich völlig entgehen lassen. Richtig. Große, warte, große, große warte, ich nehme es ja. nochmal auf. Ja. Tolle Überleitung, Max. Ja, gerne, gerne. Ähm, genau, weil, wenn das so weiterlaufen sollte und jetzt nicht bald der José Mourinho vor der Tür steht und ihn wieder aufstellt. In dann, direkt. Äh, Genau. Dann, glaube ich, wird oder stehen die Zeichen so langsam auf Abschied und vielleicht auch schon zur Winterpause. Dann ist er weg, der Mats. Ja. Nimmt seine, äh, Moderatorenfreundin gleich mit, die Katzi, ja, packt die in den Rucksack rein und dann geht's auf <laughs> in die USA. Und da kann er nämlich was machen: abkumpeln mit seinen Buddies Schweini und Paul Ribke. Ich habe gehört, die sind auch gut miteinander, ne? Sind die? Sage ich jetzt mal so. Ach so, ja. Klar, ich sag ja, mal, seit aber... dem WM-Finale 2014, ja, wo der Paul okay, okay, okay. Äh, schön die Jungs von der Tribüne runter fotografiert hat. Also Schweini und Paul Rippke sind auf jeden Fall Besties, ja. Und äh, ich glaube, Mats auch. Das ist im Grunde genommen eine Clique, kannst du sagen. Und die hängen dann demnächst da ab in Kalifornien, lassen sich in der Sonne brutzeln. In Kalifornien, ja? in Kalifornien. Ja. Füßchen ja. in den Pool und dann geht's ab. Schön die Flasche Röderer auf <laughs> und äh, Scheiß auf Nico Kovac, denkt sich dann der, äh, der gute Mats. Ja, da denken sich alle schon. Da denkt sich auch Nico Kovac schon. Scheiß auf Nico Kovac, sagt er sich. Ja, und dann vielleicht abschließend zum Sportteil, nachdem du jetzt da auch so viel Content beitragen wolltest. <laughs> abschließend zum Sportteil, ähm, wird der BVB diese Saison eigentlich Meister? Ich glaube, wir können vor allem nach heute Abend ähm, da eine ne fundierte Meinung dazu abgeben. Aber was sagst du jetzt davor? Jetzt einfach mal aufs Blaue hinaus. Aufs Blaue hinaus sag ich jetzt einfach, äh, während wir reden, weißt du, was ich mache? Starte ich eine Live-Übertragung. So. Ne, bei ach, Instagram mache ich... Ach du Scheiße. Ja, da mache ich jetzt eine Live-Übertragung. Wie geil das aussieht. Guck mal hier, der Jan auch da hinter seinen Pompons. Das sieht total toll aus. Und ähm, ja, ich, ich, ich sage... Der BVB wird deutscher Meister dieses Jahr. Und äh, aus welchem Grund sage ich das? Wir beide packen uns heute noch zwei Buddies ein und dann geht es nämlich für uns später. Nämlich ab nach Marv Rich unter anderem. Ja, und, und der Peter Sennekamp ist auch dabei. Wir, wir gehen zusammen heute ins Stadion nach Dortmund. Und äh, ich sage mal so: Wenn wir dabei sind, wir sind mehr oder weniger der des BVBs, dann werden die deutscher Meister. Ich sehe das schon. Ja, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja, und. Oder glaubst du jetzt mit der Niederlage gegen Düsseldorf war es das? Nein, ich glaube, das war der Ausrutscher, der irgendwann kommen musste. Ja, und jetzt, heute, spielt man gegen Gladbach. Da geht es äh, absolut um die Wurst. Und äh, da spielt ja, wie gesagt, der designierte Meister, kann man eigentlich sagen. Also so sehe ich es mittlerweile. Gegen den vermutlich zweiten der diesjährigen Saison. Und äh, da wird es heiß hergehen. Wen meinst du mit wem? Also ich meine jetzt, <lacht> <lacht> ich meine halt, Dortmund wird Meister, Klappbach okay. wird weiter. so ja. sehe ich es jetzt einfach mal, ja. ich lehne mich weit aus dem Fenster das und äh, das wird klappen. Ja, es wird eine heiße Kiste, es wird knapp, äh, aber ich glaube an einen 2-1-Sieg, ja, ja? Hm. wahrscheinlich herbeigeführt in der 94. Minute, Kopfballtor Paco Alcacer, ja. Genau, Alcacer. Genau und ähm. Damit geht man dann mit gutem Gefühl in die Winterpause. Das wird ein Tragen durch das Frühjahr bis hin in den Sommer hinein und dann wird man Meister. Und äh, ich sehe mich jetzt schon äh, jubelnd am Borsigplatz. So ja. sieht aus. Äh, wird vielleicht Champions League-Finale gegen Liverpool ausgetragen und dann... Äh, oder, oder gegen Thomas Tuchel, gegen Paris. Das könnte natürlich auch sein. Beides wäre cool. Ja. Beides wäre cool. Also wir, wir sind gespannt ähm, und äh, deswegen sagen wir mal das so zum Thema Sport. Weiter geht's äh, mit unserem letzten Part in diesem Jahr. Oh, 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 wie ist das schön. Ja? Die großen Festtage stehen vor der Tür oder wenn ihr jetzt wirklich diesen Podcast hört, dann seid ihr auch schon mittendrin. Jedenfalls. Nee nee nee, 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 nee. Wann veröffentlichen ja, wir denn? Sonntag, wie immer. Jeden Sonntag, Sonntag. ist doch, Ah nee, Sonntag ist der 23. Richtig, richtig, richtig. Da ist ja noch gar nicht Weihnachten. Nee, deswegen, also ihr habt also, noch alle Zeit der Welt, um ja. jetzt nochmal am verkaufsoffenen Sonntag shoppen zu gehen. Ja, oder Montagsmorgens. Montagsmorgens geht auch noch. Geht auch noch. Ja, Wunderbärchen. Ja. Richtig. Wunderbärchen, da könnt ihr euch äh, schön nochmal inspirieren lassen, denn es ist ja seit dem letzten Jahr ein großes Ritual, eine große Tradition bei uns geworden, <laughs> ja. äh, die besten Weihnachtsgerichte, die besten Gerichte fürs Fest zusammenzustellen. Genau. Unter freundlicher Zuhilfenahme der Kollektion von Worst of Chef Koch. Und auch in diesem Jahr lassen wir uns natürlich nicht lumpen und haben tolle, tolle, tolle Gerichte mitgebracht. Und äh, der Max, glaube ich, kann jetzt direkt mal loslegen, glaube ich. Mal schauen, vielleicht auch jemand anderes hier ja, im Team. Gucken, ja. äh, kann jetzt mal loslegen und kann uns sagen. Jose Mourinho jetzt. Neu, neue Übernimmt, dabei. Ja. Bitte übernehmen sie. Oder äh. der indische äh, Domenico Tedesco. Ja, bitte übernehmen sie. Was haben wir mit dabei? Was könnte beispielsweise eine tolle Vorspeise sein? Ja, ja also wir haben ja gesagt, klassisch, klassisches Vier-Gänge-Menü. Und äh, beginnend in einem Vier-Gänge-Menü starten wir natürlich ganz locker und entspannt. Wobei ich mich fragen muss, startet man nicht eigentlich mit einer Suppe und dann kommt der Salat? Egal, wir du machen. Du bist ja. der noch größere Konnesseur von uns beiden. Ja, also du musst es eig wissen. Eigentlich schon, eigentlich äh, schon. Aber wir, 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 drehen 100 heute, Vertrauen. So, wir drehen das aber dieses Jahr um. Wir machen es wild. Wir machen es anders. Wir machen es aufregend. Und deswegen. Gibt es vorneweg diesmal den Salat und da gibt es was ganz Fantastisches, nämlich einen wunderbar leckeren Herzsalat. Mmh, mmh. Und das klingt oh, doch, also was mmh. klingt nicht schöner klingt als Herzsalat? Herz <laughs> Herzzerreißend. <laughs> und das Schöne am Herzsalat ist eigentlich, äh, dass es genau das ist, wonach es klingt. Es ist ein Salat mit Herz. Und zwar braucht man dafür äh, ganz einfach zuzubereiten ein Kilo Hühnerherzen. Mmh, die schön, Hühnerherzen. Ja, Hühnerherzen, die schön klein und fein hacken. Und dann gibt es dazu noch ein bisschen Salz und Pfeffer und 250 Milliliter Remoulade und fertig ist der leckere Herzsalat. Also ein fantastisches Gericht. Und, und was auch, ich ja auch sagen muss, das ist auch so ein, ein leichter Einstieg in den Abend. Ne? Ja, total. Also oft hat man ja das Problem, gerade irgendwie auch bei Vorspeisen, dass die viel zu sehr sättigend sind. ja? ja. Den Magen, wie man so schön sagt, verschließen. Ja? ja? Aber in dem Fall einfach so ein kleiner Appetizer, ne? nicht too much. Ja, leichter Einstieg in den Abend eigentlich. <laughs> es ist auf jeden Fall richtig geil. Und wie, wie auch im letzten Jahr schon werden wir natürlich auch jedes Gericht äh, zum Nachkochen äh, in, auf unserer Seite veröffentlichen und auch auf Facebook, dass man da nochmal reingucken kann und wirklich auch die konkreten Zutaten hat, weil wir sind ja ein sehr äh, endverbraucherorientierter Podcast an der Stelle. Deswegen habt ihr da die Möglichkeit, die Rezepte euch direkt anzugucken. Jan, es geht weiter. Nach dem Salat gibt es eine leckere Suppe. Da gibt es eine Suppe und ich schaue ganz kurz, äh, dass ich hier auch das korrekte Rezept für uns einmal raussuche. <laughs> ähm, eine Sekunde bitte sehr. Äh, ihr könnt euch jetzt wieder. Guckt, guckt euch <laughs> nochmal ein bisschen in der Zeit die Nacktbilder an, die ihr davor <laughs> genau. am, am Durchschauen wart oder halt das Familienalbum. Je nachdem. Manchmal auch genau das Gleiche, man weiß es nicht. Je nachdem. Danke, ah. genau darauf wollte ich hinaus. Also ich hätte hier im Angebot eine wunderbar tolle Rotwein-Bananensuppe. Rotwein passt ja, sage ich mal, sehr gut in die dunkle Jahreszeit. Ja. Ja. Äh, und genau, was braucht man? Erstmal, vielleicht vorab, die, der Social Proof bei diesem Ko äh, Rezept fehlt noch so ein klein wenig. <laughs> es gibt bisher nämlich null Bewertungen. Mhm. Äh, das Rezept stammt vom User <laughs> Hans60. Ja. Mitglied seit 2003. Komm, sag was drin ist. Sag was drin ist. Ich will noch ein paar andere nee. unnötige <laughs> Randfakten erzählen. Um die Sendung hier noch unnötig in die Länge zu die, unnötigerweise in die Länge, Ich sag nochmal unnötig. <laughs> Nein, hört mir zu. Und zwar, man braucht gar nicht viel. 500 Milliliter Wein, nämlich den roten. Man braucht eine Prise Salz, man braucht Chili-Pulver. Und man braucht 450 Gramm Bananen. Dazu eine gute Prise Zucker. Alles schön rein, alles schön püriert. Ja, man bekommt so eine schöne rötliche Masse. Ja, sieht so ein ganz kleines bisschen aus wie ähm, rote Beete. Ist ist es aber nicht. Ähm, ja und ich würde sagen, wenn das kein toller Appetizer ist, dann äh, weiß ich auch nicht. Ne? Also damit startet man glaube ich dann, nachdem man sich erstmal hier die Überreste vom, vom Hühnchen Hinkebein reingezogen hat, <laughs> startet man eigentlich wunderbar in den Abend und da sage ich nur wohl bekommst. Ja. Und äh, da, da, zwischendurch, ne, man ist ja äh, man ist ja kulinarisch auf allerhöchstem Niveau, gibt es einen kurzen Gruß aus der Küche, würde ich, <laughs> würd ich sagen. Und wie könnte es treffender sein, als äh, an der Stelle äh, ein Gruß vom Mond? <laughs> das ist das fantastische Rezept. Hat äh, sogar eine Bewertung bekommen mit zweieinhalb Sternen. Und. Äh, das sieht einfach schon fantastisch aus. Ähm, ja, sieht wirklich aus. Ein bisschen wie direkt vom Mond. Ähm, und es besteht aus Zwiebeln, Klingt Apfel, auf jeden Peperoni. Fall sehr, sehr futuristisch. Ja, Zwiebeln, Apfel, Peperoni, Spinat, Wasser, Salz, Muskat, Geflügel. Was? Geflügelleber. Hm. Klosteig, Champignons und Wasser. Und das alles wird, glaube ich, zu so einem horrormäßigen Allerlei ver vermischt. Und dann gibt es dann. Äh, Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, ja, das, äh, also, äh, sieht wirklich aus wie, wie wirklich äh, irgendwie so ein. Das sieht, weißt du, wie das ein bisschen aussieht? Wahrscheinlich wie die, wie die Bordtoilette von Alexander Gerst. <lacht> <lacht> so, sieht, so würde ich sagen, sieht es ein bisschen aus. Ähm, einmal alles. Und dann in Klößchenform verbackt. Also, das ist der nette Gruß aus der Küche. Hier Gruß vom Mond, fantastisch. Ähm, und damit geht es dann weiter zum das Hauptgericht. ist wie so, so ein Mondgestein, eigentlich, <laughs> kann man auch sagen. Ja, ne? ja. Auch von der Farbe wahrscheinlich. Ja, ja. So also leicht gräulich. Ja, aber ja, genau. schön, also ja. schönes Grau. Also, ja. ich sagen, <laughs> also Essen, das grau ist, ist einfach immer köstlich, würde ich sagen. Also, ja. es gibt, wenn es eine gute Farbe für ein Essen gibt, ist es grau. Ja. Und äh, um quasi dieses Graue so ein ganz kleines bisschen farblich aufzulockern, da gehen wir jetzt eher in die Gelbe, ja, in, in, in die Gelbrichtung, Gelbtöne. Denn man braucht eine Hauptspeise. Ja, jetzt haben wir ja einen leichten Einstieg in den Abend erlebt. Jetzt muss es natürlich irgendwie auch ein bisschen um das Thema Sättigung gehen. Ja, Und da haben wir Substanz. was Tolles dabei, nämlich den äh, feinen auf. <laughs> ja. Ähm, mm. Das Tolle ist, es ist eine. Hauptspeise mit Wumms, aber <lacht> <lacht> man braucht eigentlich gar nicht so super viele Zutaten. Man braucht ähm, eigentlich nur 500 Gramm Pommes, 400 Gramm Cotpola, man braucht Sauce so Hollandaise und man braucht geriebenen Käse. Und das war's auch schon. <laughs> ja, ja, fantastisch. So, und jetzt hat sich die Autorin, ähm, ich nehme an, ist es ist eine die, die gute Gilly92 mit äh, Kehrbesensmiley, smiley ähm, <laughs> die Nummer relativ einfach gemacht, ja. Also ja. erstmal vorweg Schwierigkeitsgrad ist simpel. Also auch jetzt alle unter euch, die sagen, ich bin jetzt hier nicht der Chefkoch vor dem Herrn. Ganz egal, das bekommt auch ihr hin. So, die hat sich das ein bisschen einfacher gemacht und die hat gesagt, hey, ihr nehmt einfach die Köttbullar, ihr nehmt die Pommes, die macht ihr nach <laughs> Packungsanweisung, ja, werden hier zubereitet. Ja. Und dann äh, macht ihr hier eine Sauce hollandaise und zwar einfach nach einem Rezept aus der Datenbank wenn ihr kein Fertigprodukt verwendet. Gut, okay, vielen Dank für die tollen Hinweise. Du hast dir wirklich Mühe <laughs> gegeben bei diesem Rezept. Finde ich toll. Das gibt von mir einen Daumen hoch, ja? ja. Und die nächste Top-Bewertung. Super super Für die köttbullar pommes auf. Ganz genau, super Like von meiner Seite. <laughs> ja. Was gibt's zum Nachtisch? Ja, wir haben, ein, wir haben eine Auswahl, aber ich muss eigentlich, ich muss unsere Auswahl vom Hackfleischpudding eigentlich über Bord werfen. Oh ja, oh die, ja. Äh, die muss ich über Bord werfen und <laughs> dafür mit dem geilsten Nachtisch der Welt kommen. Und zwar, ich, ich fange an und ähm, lese erstmal vor, was Worst of Schiffkoch dazu geschrieben hat. Und dann sage ich, wie das Ganze heißt. Und zwar, Kinder, kommt mal her, Oma erklärt euch jetzt mal, wie man Humor macht. Also, man nimmt eine Sache, die krass wäre und dann tut man so, als ob man sie wirklich machen würde. Nehmen wir zum Beispiel Scheiße essen. <laughs> Angenommen, ihr seht auf der Straße, auf dem Weg zur Arbeit, jemand Scheiße essen. Eher eklig als witzig, stimmt. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr habt einen Keks, der aber wie scheiße aussieht und den esst ihr dann. Lol, oder? <laughs> so, also das zur Einladung und deswegen gibt es zum Nachtisch Kaki-Kekse. Ja, und jetzt darf ich an der Stelle vielleicht ganz kurz dieses Bild beschreiben. Also. Es gibt verschiedene Versionen. Ich würde sagen, Version 1 ist so ein bisschen so Hundehaufen, so ja. schön gekringelt, ja, ja, aber alles wirklich in so einem richtig schönen dunklen Braunton gehalten. Ja. Oder es gibt wirklich die Variante so Wurst, äh, Wurst ja, so schön länglich. Ja. Und ich sag mal, wenn man so ein tolles Weihnachtsdinner klassisch ausklingen lassen möchte, dann wäre das auch für mich sozusagen ähm, das erste, auf das ich käme die guten alten Kaki-Kekse <laughs> und hat sogar elf Bewertungen mit einer Bewertung durchschnittlich von 3,92 also knapp an der vier Schrappen würde ich sagen äh, hat den Social Proof auf jeden Fall und deswegen die Kaki-Kekse stehen bei mir für das Weihnachtsessen definitiv ganz oben äh, auf der Nachtischauswahl also auch wieder da ein großes Dankeschön an die beiden Herren von Worst of Chef -Koch. Ähm, die auch äh, jetzt vor kurzem auf Tour waren, äh, sehr witzig auf jeden Fall. Und äh, damit äh, schließen wir unser diesjähriges Weihnachtsmenü Inspired durch Worst of Chefkoch ab und äh, freuen uns dann auch wieder im nächsten Jahr, euch unsere liebsten Gerichte zu präsentieren. Wer es nachgekocht hat, schreibt uns doch gerne mal alle Rezepte zum Nachlesen auf zeitgeistundwunderlich.de oder auf unserer Facebook-Seite at Zeitgeist und Wunderlich. Und damit, lieber Jan, würde ich sagen, wir äh, machen jetzt nochmal zwei Stunden lang so gregorianischen Halsgesang, mhm. ähm, dann noch eine, danach noch eine halbe Stunde Lottozahlen, ähm, und dann lesen wir noch ein bisschen was aus Evi Briest und dann sollten wir so gegen 20 Uhr dir, den Podcast ich, ausklingen lassen. Ich würde dir ganz gerne jetzt nochmal die Weihnachtsgeschichte vorlesen. <lacht> <Ja>. <lacht> Allerdings äh, im, <laughs> im französischen Original. <laughs> ja. so, ne? Mit, 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 mit äh, koreanischem Untertitel. So, so oder so ähnlich. Ja. Und äh, warte, ich, ich trinke kurz noch einen Schluck. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch... Vorsicht, dein Gebiss ist locker. Wünsche <laughs> ich euch... <ich, lacht> ja, siehst du, die, äh, ja, die Dentalpaste, die lässt ja. jetzt auch nach zwei Stunden Podcast nach. So langsam äh, fällt die Krone, <laughs> ne? Fällt sie wieder aus dem Oberkiefer raus? Ja. Sei es drum, wir wünschen auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest. Richtig. Habt einen gesegneten Heiligabend. Ja, eine besinnliche Habt Zeit. Auch. Schöne Feiertage mit euren Liebsten. Ja Falls ihr zwischendrin, davon wollen wir nicht ausgehen, aber eine unserer Folgen verpasst haben solltet. Jetzt ist die Zeit, alles nochmal nachzuhören. Wir sind bald wieder für euch da. Ja, ruhig auch mal als familien -Experience. So ja, als Familienerlebnis ja, ja, ja. Ne? am ersten Weihnachtstag. So jeder schön. weiß nicht mehr, was er machen soll. Die genau. letzten, letzten äh, Weihnachts-CDs sind durchgehört. Zack. Die, die, die Socken, die Socken vom Opa sind schon durchgelaufen, ähm, die man ihm vorher den Abend geschenkt hat. Ne? Langsam kippt die Stimmung. Also da nochmal ruhig alle Folgen durchhören, würde ich sagen. Genau. Schön eine Folge, Zeitgeist und Wunder dich rein. Ja. Schön dabei sein. Kacke Keks essen. <laughs> ja, und dann, oder lutschen. ja, und dann würde ich sagen, sind die, sind die Tage erstmal gerettet und wir hören uns natürlich dann nochmal, wir haben gesagt, wir ziehen durch, nicht so wie die ganzen anderen scheiß Podcasts, die es da draußen gibt auf der Welt und damit meine ich alle Podcasts auf so der Welt aus, mit, außer Fußball und MML, die sind cool. Ja, und sonst, äh, wir ziehen nämlich durch ne? und deswegen gibt es uns dann nächste Woche vor, vor dem Jahreswechsel, da gibt es dann den äh, großen Jahresrückblick 2018 nee. und noch viel besser, Max. Den großen Jahresausblick 2019, weil scheiß auf Jahresrückblick, das interessiert uns nicht, was gestern war. Wir wollen wissen, was morgen ist. Und Wir deswegen, sind hier die Futuristen vom Mond. Ja, richtig, genau. Und deswegen Gruß vom Mond und äh, ab die Post. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, auf Wiedersehen und äh, ne, haltet die Ohren steif. Tschüss.